Für die heutige Podcast-Episode habe ich wieder einen wundervollen Gast eingeladen. Und zwar ist das heute Lisa Steinkopf von dem gleichnamigen Blog und Instagram-Account namens Ich so, wir so. Und Lisa ist Unternehmerin und hat ein Personal Branding kreiert und ist unter anderem Mama von zwei Jungs. Und in meinen Augen ein perfektes Role Model, also eine Frau, die ein ungezähmtes Leben lebt. Und damit war sie für mich ein Ehrengast für diesen Podcast. Und Lisa teilt in dieser Podcast-Episode ihre Journey als Unternehmerin, als wie der Beginn ihrer Selbstständigkeit, wie es angefangen hat, wie sich ihre Selbstständigkeit im Laufe der Jahre mit ihr verändert hat. Von Events-Veranstaltungen bis hin zu einem eigenen Fashion-Label, bis hin später dann auch zu ihrem Personal Branding, was sie jetzt gerade auch weiterhin führt, bis zu einer Unternehmerin, die Leaderin ist, die ein ganzes Team unter sich hat, die für sie oder mit ihr zusammenarbeiten. Und Lisa teilt in dieser Episode ganz offen und ehrlich ihre Journey, teilt ganz, ganz wundervolle Business Insights und Mindset Juice mit dabei für euch alle. Also Ohren gespitzt und lass dich berauschen von dieser wundervollen Podcast-Episode und mitreißen von dieser Untamed Unternehmerin und wünsche dir ganz, ganz viel Freude beim Zuhören. You know, we always hit the bullseye. Hallo ihr Lieben, willkommen beim Untamed Podcast und ich habe heute Lisa Steinkopf zu Gast von Ich so, wir so, eine Lifestyle-Mama und eine Unternehmerin, was ganz gerne, einfach eine wundervolle Unternehmerin aus Hamburg. Hallo Lisa, schön, dass du heute da bist. Hallo du Liebe, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr auf die Zeit jetzt mit euch, ein bisschen mit euch zu plaudern. Meine Liebe, ich habe dich eingeladen. Erstmal haben wir eine alte Hamburg-Connection, denn du bist gerade in Hamburg und ich auf Bali, genau. Und für mich bist du ein wundervolles Role Model, ein Beispiel, ein Vorbild, wie sich eine Personenmarke, ein Personal Branding, die Selbstständigkeit verändern kann und darf und sollte. Und wenn wir uns damals kennengelernt haben, als du uns kennengelernt hatten, hattest du, weiß ich gerade gar nicht, das war 2000, wie lange ist denn das her? 14? 13 oder noch früher? Und ich glaube, da warst du noch nicht mal selbstständig, glaube ich, ne? Ja, also ich habe mich selbstständig gemacht 2012, aber wir haben uns 2009 oder sowas kennengelernt, müsste das oder 2010. Oh mein Gott. Oh Gott. Schon ein bisschen her. Schon ein bisschen her, ja. Und weil ich bei dir so interessant finde, deine Veränderung mit, du angefangen hattest mit einer Festanstellung, damals dann dein Fashion-Brand gestartet hast, dann deine, ja, die ersten Erfahrungen hattest im, genau, die Anfänge von Instagram, da mit dabei warst, Hamburg, ja, und Hamburg-Bloggerin warst, Hamburger Influencerin warst und mittlerweile ein, ja, Unternehmerin bist mit einem Team von, ja, mit mehreren Menschen, die du begleitest. Und ich finde es Wahnsinn und so nur inspirierend. Und deshalb habe ich gesagt, okay, ich möchte sehr, sehr gerne mit dir heute über, ja, dein Personal Branding sprechen und wie sich das verändert hat, weil das, glaube ich, für ganz, ganz viele Frauen sehr inspirierend ist zu sehen, dass man das Wichtigste anzufangen, mit irgendetwas anzufangen und dann let's see, wo uns diese Reise hinbringt. Und ich fange mal damit an. Deine Selbstständigkeit hat damals angefangen mit dem Fashion Label, oder? Oder war es etwas anderes? Bin ich gerade falsch? Doch, genau. Also ich habe eine Ausbildung gemacht also im Eventbereich habe ich gearbeitet und habe dort nach der Ausbildung gemerkt, dass es doch nicht ganz so kreativ ist, wie ich es mir eigentlich erhofft hatte. Habe also diese kreative Ader irgendwie so gelebt und habe dann daraus während meines Jobs schon mein Fashion-Label gegründet
Und parallel dazu, weil ich ja aus dem Eventbereich kam, habe ich auch einen Designmarkt veranstaltet in Hamburg. Das war so ein großes Event. Über ein paar Jahre habe ich es einmal im Jahr gemacht, mit wundervollen Begegnungen und anderen tollen kleinen Handmade- und Design-Labels. Und bin da so in diese Welt aus Besonderheiten, Begegnungen so eingetaucht und habe dann mich entschieden, eben meinen Job aufzugeben. Damals war meine Situation ja auch noch quasi kinderlos und ungebunden. Und ich habe gedacht, wann, wenn ich jetzt, ich probiere es mich jetzt selbstständig zu machen, denn ich habe eigentlich nichts zu verlieren, außer das eine Jahr Berufserfahrung, was ich jetzt habe. Aber da lässt sich ja locker wieder anknüpfen, falls ich scheitere, war natürlich nicht der Plan. Habe ich auch ehrlich gesagt nie gefühlt. Aber es war für mich irgendwie ein leichter Start. Ich habe nur für mich sorgen müssen, und so habe ich einfach losgelegt. Dann nach der Ausbildung war ich kurz noch eben in dem Unternehmen, habe dann aber mich entschieden, mich komplett zu lösen und in die Selbstständigkeit zu gehen. 2012 war das dann und bin dann wirklich ja durchgestartet mit dem Fashion-Label, habe viel über andere Läden verkauft, habe in der Behindertenwerkstatt die Sachen fertigen lassen, habe mich aber tatsächlich in der Zeit komplett entwickelt. Also ich muss sagen, das war für mich so die Grundlage war immer, ich kann das selber. War vielleicht auch nicht immer besonders energiesparend, aber für mich war immer der Antreiber, ich will etwas und ich finde heraus, wie es geht, weil ich kann das. Und das hat mich in dieser Zeit enorm geprägt. Also übers Marketing, über überhaupt ein Logo zu entwerfen für mein eigenes Branding. Und da war es ja jetzt nicht mal ein Personal Branding, sondern wirklich eine Brand aufzubauen. Und dann aber auch gleichzeitig für diesen Designmarkt so Geschichten wie Plakate entwickeln, wie macht man überhaupt Werbung für ein Großevent, auf welche Kanäle setzt man da, ist es Print oder ist es eigentlich nur noch digitale Werbung? Also so die Zeit hat mich enorm geprägt für alles das, was ich jetzt so mache. Und eigentlich noch ganz anders. Ich glaube, es gab eine Zeit davor, die für mich die prägendste Zeit in die Selbstständigkeit war. Und das war so ein bisschen, wenn ich mal so ein Theken weiter aushole, eigentlich meine Jugend, weil ich immer mit Freundinnen unterwegs war oder auch in einem Stadtteil in Hamburg gewohnt habe, wo das Geld immer so ein bisschen lockerer saß als bei mir oder bei meinen Eltern. Und meine Eltern haben immer dafür gesorgt, dass ich alles habe, was ich brauche, keine Frage. Aber alles, was so das Add-on war, nämlich zwei Tage am Wochenende hintereinander feiern zu gehen, zum Beispiel, war halt nicht drin. Und dafür musste ich halt dann relativ früh arbeiten gehen. Und das habe ich auch gemacht und es hat mir immer viel Freude gebracht. Ich habe ganz lange in einem Café gearbeitet, wo ich einfach sehr schnell in eine Verantwortung gekommen bin, mit Geld umzugehen, mit Kunden umzugehen, auch die Verantwortung dafür, den Laden am Ende zuzuschließen und so vom Kleinen ins Große, aber das hat mich enorm geprägt im Umgang mit Verantwortung und Selbstorganisation. Ich glaube, das war so die Grundlage und auch meine Entscheidung dafür, mich dann trotz eines guten Abis nicht ins Studium zu begeben, sondern gleich zu sagen, nee, ich will Geld verdienen, ich will weitermachen, ich bin hier im Flow und ich mache eine Ausbildung, weil ich will tun. Also mich treibt tatsächlich immer dieses Tun total an. Ich bin einfach eine Macherin und jahrelang zu studieren kam für mich gar nicht in Frage. Und so bin ich ja in die Ausbildung und dann direkt in die Selbstständigkeit geschlittert quasi. Wie hat damals der Schritt, du hast erzählt, dein Label hast du angefangen im Side-Hustle Classic, wie viele andere auch, ne? Also du hast die Ausbildung gemacht und hast nebenbei dein Label gehabt. Als du dann die Entscheidung getroffen hast, okay, ich gehe all in, also ich entscheide mich jetzt mein Label zu starten, wie war da erstmal die Reaktion von deiner Familie jetzt in dem Fall mit, hey, ich bleib nicht in der Firma? Und ich weiß noch damals, das war eine gut angesehene größere Firma, eigentlich von außen alles perfekt und sicher. Und dennoch hast du gesagt, ja, damals, nö, ich will einen anderen Weg. Wie war da kurz, weil ich weiß von vielen Zuhörern und von vielen meiner Mentees auch, dass es ein großer Struggle bei vielen Menschen ist, was halten denn gerade die Freunde von der Selbstständigkeit oder die Familie und alle, viele einen davon abhalten, weil es nicht sicher ist, zu risikoreich etc. pp. Ja, tatsächlich habe ich da ein großes Glück mit meinem Umfeld. Ich glaube, es liegt aber auch daran, dass die mich alle halt relativ gut kennen und wissen, wenn ich dieses Feuer habe und mich das traue, dann wird es schon gut werden. Und ich glaube, das Sicherste oder das Wichtigste daran
ist, dass sie mir das Gefühl gegeben haben, egal was passiert, es gibt eine Lösung, wir sind ja da. Und dieses Vertrauen von der Familie zu haben, war natürlich ein enorm großes Goodie. Und das hat nicht jeder, das ist mir ganz klar. Und ich glaube trotzdem, dass die Entscheidung in dir selber, wenn die ganz, ganz fest ist und wenn die feststeht, dann ist es eigentlich völlig egal, ob dein Vater oder deine Mutter oder deine Freundin sagt, hey, go for it. Es reicht eigentlich, wenn sie sagen, ey, wenn es nichts wird, ich bin trotzdem da und ich habe dich trotzdem lieb. Weil das Feuer, das hast du in dir. Und deswegen will ich da einfach animieren, nicht zu sehr darauf zu geben, was die anderen sagen und ob die dich supporten in deiner Energie, sondern auf deine eigene Energie und deinen eigenen Wunsch nach Veränderung zu spüren, weil da kommt das Feuer dann her, was dich ja auch antreibt im täglichen Tun. Ich gehe da sogar noch weiter. Ich würde sagen, es ist die Verantwortung auch, weil das ist wieder so ein Thema ist, die Verantwortung abzugeben. Ich könnte, ne, du hättest ja entscheiden können, wenn du zum Beispiel es anders der Fall gewesen wäre, deine Familie hätte das nicht für gut befunden und hätte dir vielleicht Steine in den Weg gelegt oder dich, die es versucht hat, auszureden, wieder da zurück, weil es gibt so viele, ja, ich nenne es Bullshit-Bingo, Ausreden, die wir dann vorschieben, um unser Feuer, unsere Vision, unseren Traum, unsere Selbst, in dem Fall dann die Selbstständigkeit, unser eigenes Ding zu machen, nicht zu leben aus Angst, ja, was andere von uns denken können, halten könnten, dass sie es kritisieren. Das ist da die Eigenverantwortung. Es ist unser Leben und nicht das unserer Eltern, nicht von unserem Partner, nicht von unseren Kindern, whatever. Diese Verantwortung zurückzuholen, sagen, it's your life and it's your fucking business, dafür zu sorgen, glücklich zu sein. Und das ist, da glaube ich, ein ganz großer, für mich ein Ripple-Effekt ist, wenn wir dafür sorgen, ne, dass wir unsere Vision leben, unser Feuer ausleben, dass das ein Feuerwerk werden kann. Und dass es eher, ja, manche Menschen ja sogar krank macht, das zum Beispiel zu unterdrücken oder das nicht zu leben, dass sie es bereuen. Da glaube ich ganz fest dran, ja. Und ich glaube tatsächlich auch, dass man sich immer hinterfragen darf, jemand, der einen nicht unterstützt in dem, was dein Feuer und was deine Vision ist, wie viel gibst du auf diese Meinung? Das ist natürlich leicht gesagt bei den eigenen Eltern, weil man einfach eine super feste, tiefe Verbindung hat. Und trotzdem ist es so, finde ich, dass man sich an dem Punkt auch lösen darf und sagen kann, es hat nichts damit zu tun, ob ich dich lieb habe oder ob du mich lieb hast. Aber es hat was mit meiner Entwicklung zu tun und ich mache diesen Schritt jetzt unabhängig davon, ob du es gut findest oder nicht. Und diese Klarheit zu entwickeln, sich selbst gegenüber, die braucht, glaube ich, ne? Also ich meine, ich bin jetzt über 10 Jahre selbstständig, kann jetzt hier so sitzen und das so sagen, aber als ich mich selbstständig gemacht habe, war ich 22 oder so ungefähr. Und ich hatte das Glück, dass es so ist, aber ich glaube, das ist einfach nicht immer so. Und dann an sich zu glauben und zu sagen, okay, ich tue es, weil es sitzt in mir und die Kraft kommt aus mir. Genau. Dieses eigene Vertrauen in unsere Vision, ja. Das vor allen Dingen ja auch nicht immer diese große Vision, wo es hingehen soll, ne? Also für mich war es auch so, ich habe gestartet, weil es sich für mich richtig angefühlt hat, weil ich dachte, ich gucke mal, was daraus wird, ich habe Bock drauf. Für mich ist tatsächlich die letzten 10 Jahre dieses Go with the Flow, das ist wirklich so, ich lasse mich treiben von meiner Energie und ich habe das Riesenglück, dass daraus so viele gute Sachen entstehen, aber am Anfang weiß ich nicht, was entsteht. Ich bin losgegangen und ich habe gedacht, ich guck mal und ich habe mein Label nach 6 Jahren wieder verkauft, weil es meine Entscheidung war. So, und nicht, weil es nicht erfolgreich war, sondern weil ich gemerkt habe, meine Energie lässt nach und ich möchte es nicht mehr. Und trotzdem wusste ich nicht, was kommt jetzt. Aber ich habe gesagt, hey, es fühlt sich richtig an. Und ich glaube tatsächlich, diesen ersten Step zu sagen, warte mal, da ist ein Flow und ich nehme den jetzt mit und wir schauen, wo die Reise hingeht. Das ist das, was wir uns selber zutrauen dürfen. Ich glaube, da ist ganz viel in diesem, also jump into the unknown. Und ich weiß, dass es so viel ja Angst macht. Und ich sehe aber, wie viel Magic da drin liegt, wenn wir uns das trauen, uns zu machen. Ohne 5-Jahresplan oder 3-Jahresplan. Und dann let's see, was sich daraus entwickelt. Weil die meisten, ja, ich würde es Selbstsabotage nennen. Selbstsabotage und zu erzählen, na, ich darf hier erst losgehen, wenn ich alles genau weiß. Na, jeden einzelnen Schritt, wenn ich alles erst weiß und all das Wissen, Beispiel, ne, du bist ja auch losgegangen und let's see, mit deinem, ne, mit dem Label damals, keine Ahnung, ne, wie das Label, ne, wie man vielleicht Sachen produziert, aber ich lerne es auf dem Weg dahin. Ja. Und all die anderen Sachen, die man im Laufe der Zeit in seiner Selbstständigkeit lernt,
ich keine Ahnung, ich hatte keine Idee, auch bei mir, was, also wenn ich gewusst hätte am Anfang, was mich in den nächsten 5, 6 Jahren also begegnen wird beruflich, ich wär gar nicht losgegangen, to be honest. Ich hätte so in dem Moment auch ein bisschen Angst, ne? Und dran glauben würde man, glaube ich, auch nicht, ne? Ja. Wenn mir das jemand gesagt hätte, so da und da stehst du dann 2022, hätte ich gesagt, der Weg ist so weit, der wird so steinig, der wird so kräftezehrend, ich weiß gar nicht, ob ich das kann. Aber das Gute ist ja, das muss ich auch nicht, weil ich gehe ja Step by Step. Und ich, ehrlich gesagt, Biene, ich bin immer noch ganz oft, denke ich so, oh, oder ich mach's einfach wie Biene und gehe los und lerne surfen. Ich finde das so, diese Anfänge ja, wo von ganz früher, ne, wo du einfach losgegangen bist und gesagt hast, ich mach das jetzt. Es hat mich wirklich zutiefst beeindruckt, muss ich sagen. Und ich denke da ganz oft dran, weil tatsächlich Surfen steht auf einer meiner Listen, die ich noch nicht gemacht habe. Und ich denke immer, irgendwann mache ich es wie Biene. Also wirklich, du inspirierst mich da wirklich total. Und das ist ja nicht mal eine... Du bist ja nicht gestartet aus der beruflichen Vision, sondern du bist aus einem in dir wachsenden, aus einem Gefühl gestartet. Und ich glaube, dass das auch was ganz Besonderes ist, dass nicht darum geht, okay, ich starte jetzt und dann mache ich daraus ein großes Business, sondern ich starte mit dem, was mir Freude macht, was ich vielleicht lernen möchte, wem ich mehr Aufmerksamkeit in meinem Leben schenken möchte. Und daraus wird sich etwas entwickeln, wenn du es spürst. Wenn du dich öffnest, wenn du den Weg überhaupt mal gehst und dann guckst du, was wächst denn links und rechts, wen trifft man, was ergibt sich. Und das ist ja die Magie, die uns so durch die Jahre trägt. Ich weiß auch nicht, ob ich in 10 Jahren an dem Punkt bin, wo ich jetzt bin, also hoffentlich nicht, aber so was passiert, kann ich dir nicht sagen. Aber es wird was passieren und es wird ganz sicher gut werden. Genau das, dieses Vertrauen auf, es wird schon, also ich werde eine Lösung finden für all diese Probleme oder Herausforderungen, die da passieren. Auch dieses, oh Gott, Herausforderungen sind schlimm, wo ich mittlerweile sage, ja gut, be careful mit Wünschen, Sabine. Von wegen Universe gibt mir noch mehr Herausforderungen. Aber dass wir an allen wachsen, an all diesen Steps der letzten Jahre, die wir, finde ich, die man beruflich wie privat hat, dass es uns zu dem gemacht hat, wo wir jetzt gerade sind. Ja, absolut. Ich glaube halt, dass das Größte, also wir sind ja diesen Weg schon gegangen und wir stehen jetzt hier und sagen, glaub dran. Und wenn man aber startet, dann ist es, glaube ich, einfacher, wenn man eben gar nicht das Große dahinter sieht, sondern nur den kleinen Schritt und dann auch diese, also sind wir mal ganz ehrlich, es geht ja auch um Finanzen, ne? Um kann ich mir das leisten, kann ich es in meiner Situation leisten, wenn ich jetzt, ich bin ja mittlerweile Mama geworden, oder mittlerweile seit 7 Jahren bin ich schon Mama. Aber ich hätte das wahrscheinlich nicht so easygoing gemacht. Ne? Und da ist der Step schon größer, das zu machen. Ich glaube, wir müssen aber trotzdem schauen, immer wo ist derjenige an welchem Punkt im Leben. Ne? Weil je fester man in seinen Strukturen ist, desto schwieriger ist das. Und ich arbeite ja mittlerweile auch mit ganz vielen Frauen, die schon so fest in ihrer Struktur sind, dass sie gar nicht mehr richtig merken, dass sie da eigentlich raus können. Und das finde ich so krass. Ne? Weil ich war ja so in so einem lockeren Flow. Bei dir war es ja auch anders. Du warst ja schon sehr fest in deinem Beruf und in deinem Leben so. Und ich war halt nach der Ausbildung, war so ein bisschen, ja, ne, schauen wir mal, hatte keine Kinder und los geht's. Aber das ist, glaube ich, echt eine Schwierigkeit, wenn das System schon so festgefahren ist. Ne? Wie war das für dich? Also wie sehr musstest du dich loseisen, wirklich, um zu sagen, nee, ich mach das jetzt, trotz Kritik vielleicht auch oder Zweifeln oder... Ich gebe dir recht, ich glaube, je älter wir werden und desto, oh Gott, vielleicht gar nicht mit dem Alter, aber mit dem Alter kommt es ja meistens einher, dass diese Struktur enger wird, also das Korsett. Und da auch wieder, was wir uns selber, also das habe ich mir selber ausgewählt, was ich selber gewählt habe, das Korsett für mich mit Festanstellung, 9-to-5, klassische Karriereleiter und so weiter und wie das bei mir aussah und dann mit 30 das aufzubrechen aufgrund und das teile ich immer wieder sehr gerne, weil es so wichtig war, mein emotionaler Tsunami nach 6 Jahren Beziehungsaus, wo ich mit 30 da saß und keine Ahnung hatte, wer bin ich eigentlich? Wer ist Sabine Spalleck? Und ich das Gefühl hatte, ich habe keine Ahnung, wer ich bin. Und das tat wahnsinnig weh und hat mir gleichzeitig Angst gemacht und gleichzeitig mein Feuer aktiviert, ich will es rausfinden. Und es hat mir Angst gemacht, auf jeden Fall. Da reinzugehen in diese Idee, die ich ja dann damals hatte nach dem Surfurlaub mit, okay, ich will am Meer leben. Ich habe keine Ahnung wie, aber ich will es möglich machen und ich mache es möglich.
was auch immer, ne, was immer sich da mir in den Weg stellt. Und das war so groß, dieses Feuer, dass die Angst, also die war da die ganze Zeit, die war der Beifahrer. Aber ich habe sie nicht mehr ich arbeite immer so gern mit Bildern. Ich habe sie, diese Angst, nicht mehr das Fahrzeug fahren lassen. Und das hatte ich sehr, sehr lange. Die hat die Symbolik, also sozusagen den dunkelgrünen alten Jaguar Oldtimer, das ist so mein Leben auf vier Rädern. Das hat nicht mehr, war nicht mehr Fahrer. Und das war der Riesenunterschied. Und das hat sehr, also weiterhin wahrgenommen, ist nicht zu unterdrücken, wahrgenommen, all die Gedanken, die aufkamen, aber gesagt haben, okay, ich nehme dich wahr, aber ich lasse dich nicht mehr Entscheidung. Ich lasse dir nicht, ne, ich lasse mir nicht ins Lenkrad greifen oder die Handbremse ziehen. Ja. Mega. Ja, das klingt gut, weil es ist so, dieser Spruch, wir sind unserer eigenen Glückes Schmied, der ist ja so alt und der ist so treffend, ne? Weil es liegt halt nur in unserer Hand. Und ja, wir haben einen Partner und wir haben vielleicht Kinder und wir haben einen Job, aber ich glaube, dass man viel zu oft verfällt in, ja, für andere ist das ja okay, aber ich, also für mich geht das nicht. So, wo ich immer sage, stopp, jeder kommt hier mit den gleichen Voraussetzungen an Selbstbestimmung ins Leben und wenn du sie nicht hast, dann hast du sie dir nehmen lassen und dann hol sie dir zurück. So, weil die auch das Recht, das hat jeder. Und das darf jeder in sich fühlen, ne? Weil ich glaube, ganz oft, sei es eine Beziehung oder sei es ein Arbeitgeber, etwas, was einen irgendwie blockiert, daran zu sagen, hey, es geht hier gerade aber auch um mich. Und zwar vorrangig. So. Und alles andere ist natürlich ein wichtiger Part, den man aber schmieden kann. Dann muss man mit seinem Partner sprechen. Dann muss man mit seinem Arbeitgeber sprechen. Stunden reduzieren, Arbeitszeiten ändern. Es gibt ja diese Möglichkeiten. Aber ich glaube, ich finde es so schade, ganz oft begegne ich Menschen, die sitzen da und sagen, ja, es geht aber nicht. Es geht nicht für mich. So, doch, es geht für jeden. Du musst es nur tun. Du musst dran glauben und du musst es tun und du musst dich öffnen dafür, dass sich etwas ändern darf. Und die Verantwortung, wieder zum Thema Eigenverantwortung, sie abzugeben an den Chef, an die aktuelle Arbeitszeit, an die Ausbildung, die man hatte oder nicht hatte, und das ist genau in dieser Schöpferkraft zu bleiben. You are the creator, ne, von deiner Realität, von deinem Leben und deshalb auch bei dir in deiner Geschichte zu erzählen, ne, und wie du, ja, es war von außen, genau, könnten ja Leute sagen, ja, die hatte es ja einfach, weil sie damals jung war und sie hatte all dieses Konstrukt noch nicht oder whatever. Aber das sind für mich auch alles, das sind Ausreden, und dann, also sagen, die kann das aus dem und dem Grund, weil sie das und das hatte. Und das ist ja die Story, die man sich dann erzählt, um selber nicht in die Eigenverantwortung zu kommen und sagen, und I don't, ne, und ich übernehme es nicht, weil ich bin Beamtin und bin Lehrerin, ich bin Bankkauffrau, ich habe Kinder, ich habe eine kranke Mutter, kranken Vater, was auch immer die Story ist. Und dann wirst du sagen, wir haben sie alle. Wir haben alle irgendein Trauma, irgendeine Art von Drama, manche größer, manche kleiner. Wir haben alle unseren kleinen Rucksack. Wir haben alle unseren kleinen Backpack mit unserem Shit. Und dann aber dem nicht zu sagen, auch da wieder, das Ding fährt nicht mein Fahrzeug. Absolut. Ich finde es gerade so krass, dass du sagst, weil mir begegnet es so oft, dass Menschen zu mir sagen, ja, bei dir, du hast es ja auch einfach, weil. Und ich kann es ehrlich gesagt nicht mehr hören. Denn ich hatte es nicht einfacher als andere, aber ich habe was daraus gemacht. Und ich finde tatsächlich diese Schaffensenergie, ich sage mal so in meinem Beruf tatsächlich so gerne, ich bin eine Macherin und ich mache keine halben Sachen. Das ist meine Entscheidung, wenn ich losgehe. Und wenn ich etwas tue, dann tue ich es Vollgas und voller Elan und voller Motivation und voller Antriebskraft aus mir heraus. Ja, die hat nicht jeder. Und diese Antriebskraft, die macht es mir leichter, Dinge umzusetzen und auch in einem Tempo umzusetzen, wie es vielleicht andere nicht machen. Müssen sie auch nicht. Es muss nicht jeder machen. Aber das ist mein Antreiber, kommt aus mir heraus. Und alles, was ich mir aufgebaut habe die letzten 10 Jahre, habe ich mir aus dieser Antriebskraft aufgebaut. Und ich habe Spaß daran. Das ist natürlich eine mega Kombination. Die habe ich mir aber selber geschaffen. Und nicht, weil ich super einfach hatte, aber weil ich den Weg einfach nehme. Weil ich nicht alles so schwer denke. Ich nehme die Dinge leicht, aber ich setze sie trotzdem voller Kraft um.
Und das ist eine Kunst, die natürlich beherrscht werden will. Aber das Leben schwer oder leicht zu nehmen, die Entscheidung liegt bei dir. Und das finde ich so wichtig. Ja, ich nehme es leicht und ich habe trotzdem Erfolg. Und das ist eine mega Kombination. Ich bin verdammt stolz darauf, klar. Aber es war nicht leicht, sondern ich nehme die Dinge leicht. Und das will ich nochmal so mitgeben. Es ist deine Entscheidung, ob du die Dinge leicht oder schwer nimmst, ob du alles zerdenkst oder sagst, hey, einfach machen. Könnte ja gut werden. Ich leg mal los. So. Und whatever, ne? What? Also dieses auch, ich habe es letztens in der Story geteilt zum Thema konstant abliefern, zum Beispiel in der Selbstständigkeit, beim Personal Branding, kommen wir gleich nochmal zu, wie wichtig es ist, also besonders wenn am Anfang keiner da ist, der klappt, ne, der Huhuhu, der dir Applaus gibt, der dich supportet. Also lass es Familie sein, Freunde oder lass es da Community sein, wenn das alles noch nicht da ist. Und dennoch zu sagen, dieses Feuer, und ich schaue hier ab und ich weiß, ich habe hier noch keine Ahnung. Manche Erzähler, ich kann ja so ein Beispiel gleichzeitig. Oh Gott, ich habe ja keine Follower, wenn wir bei Instagram bleiben, oder ja, so gut wie keiner hört mich und sieht mich und gleichzeitig wiederum Angst davor hat. Oh Gott, mich sehen ja zu viele. Ich will hier gar nicht wirklich, ne, mich wahrhaftig zeigen. So eigentlich beide, also so ja, die beiden Themen hat. Und wie wichtig das ist, da immer wieder und wieder an uns selber zu glauben, unser größter eigener Fan zu sein. Wenn da noch keine Community ist, wenn da gerade mal vielleicht 20, 50, 200, ich will gar nicht von Zahlen sagen, aber Leute sind, die einem folgen, da, wie wichtig es ist, an uns selber, an unsere Vision und unser Feuer, das selber aufrechtzuerhalten und nicht im Außen zu sagen, erst wenn ich das und das bekomme, dann, ne? Dann glaube ich an meine Vision weiterhin, sondern selber diese innere Ressource zu stärken, dass die da ist. Absolut. Ja, das stimmt. Ich glaube tatsächlich auch, dass das innere Feuer und die Vision wächst auf dem Weg. Was wir am Anfang brauchen, ist den Mut loszugehen. Den Mut daran zu glauben, dass etwas entstehen wird. Weil nicht jeder hat ja dieses, unterschiedlich. Ne? Es gibt natürlich auch Unternehmer, Starter, Frauen, die total die Vision haben und sagen, das und das ist mein, das Unternehmen will ich voranbringen, dahin soll es gehen, ich will den und den Laden, der das und das kann. Ne? Aber ich glaube, dass ganz viele auch starten mit dem Willen nach Selbstbestimmung, nach Freiheit, nach flexiblen Arbeitszeiten, nach ortsungebundenen Arbeitszeiten, ne, solche Geschichten, wo gar nicht unbedingt ganz klar ist, da geht der Weg hin. So. Und vielleicht hat auch nicht jeder die krasse Vision, aber einfach loszugehen und dran zu glauben, dass sich Dinge fügen über Begegnung. Ich glaube, das ist dieser Mut am Anfang, das ist das, was uns starten lässt. Ne? Und dann wird sich der Rest fügen. Dass du noch nicht den kompletten 5-Jahres-Plan haben musst, wo es hingeht, sondern ja, dass du da rausgehst. Da würde ich ganz gerne ansetzen, besonders was dein, ja, wir so angeht, womit du ja gestartet hast, mit dem Blog damals und mit dem Instagram-Account. Damals, also der Unterschied damals von deinem Fashion-Label, was das, ne, dein Label war, was nicht Lisa Steinkopf in dem Sinne war, wo du so krass, also ne, keine Personenmarke war, als du dich da bewusst entschieden hast, dich als Personenmarke, also da rauszugehen, war für dich das, also hattest du da einen Konflikt mit dir selber da, dich nach draußen online auf eine Art und Weise sichtbar zu werden, auf dem Blog und auf Instagram? Ich hatte da ehrlich gesagt nie ein Problem mit, weil es immer meine eigene Entscheidung war, wie viel ich zeige oder auch immer ja heute noch ist. Instagram hat sich natürlich aber, also ich arbeite ja hauptsächlich auf Instagram, habe damals Instagram aber genutzt, um mein Blogmagazin mehr Reichweite zu verschaffen. Das war so wie alles begann. Mein Blogmagazin war für mich immer eine Inspirationsquelle. Ich wollte Texte schreiben, ich wollte Rezepte und Inspiration teilen und so ein bisschen mit ins Leben nehmen. Und so fing das so an, dass ich gemerkt habe, wow, das, was ich zu erzählen habe, das interessiert andere Menschen. Und das habe ich ehrlicherweise immer noch, dass ich denke so, krass, das interessiert die anderen. Und es bin ja in Anführungsstrichen nur ich. Und ich bin da so reingestartet. Früher waren es ja nur Fotos auf Instagram. Als alles so losging, war Instagram ein Fototool. Und ich habe schon immer gerne Fotos gemacht, habe zwischenzeitlich dann auch als Fotografin gearbeitet, weil ich mich da einfach so auch für mich wieder ein Skill entwickelt habe, was mir Freude gebracht hat.
und bin über dieses Fototool dann so in Instagram reingerutscht und dann kamen die Stories. Und ich weiß noch genau, als die Story-Funktion kam, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie lange es her ist, aber es ist ja noch nicht ewig, aber als die kam, habe ich gedacht, was ist das denn jetzt? Also, nee, also in die Kamera sprechen, das mache ich auf keinen Fall. Ist ja mega peinlich. Aber naja, ich habe es probiert und habe gemerkt, dass ich unglaubliches Feedback dafür kriege, für wie ich einfach bin. Und ich habe mich getraut zu sprechen, wie ich bin. Und ich glaube, dass das immer noch eins meiner wichtigsten Dinge für mich, ne, authentisch sich zu zeigen. Und auf Instagram, die Frage war ja nun, ich schweife ein bisschen ab, aber die Frage war ja, ob ich mich damit so struggle, auch was ich so zeige oder wie privat ich mich zeige. Und ich bin da halt so reingewachsen. Bei mir gab es nicht den einen Punkt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt entscheide ich, meine Privatsphäre hier aufzulösen und alles zu zeigen, was ich irgendwie habe, sondern ich bin da so reingewachsen, habe immer mehr Themen behandelt, habe aber auch ganz bewusst Themen, die ich raushalte. Und das ist für mich manchmal der Struggle, immer wieder auch zu betonen und zu sagen, das hier ist mein Instagram-Leben, meine Bubble von Insta und nicht mein Leben. Ich zeige nicht alles, was mich beschäftigt. So, ich nehme euch mit und trotzdem ist es ein geschützter Rahmen, den ich entscheide, wie ich den Rahmen stecke. Deswegen habe ich da nie einen Struggle mit, weil es ist doch immer meine Entscheidung, ob ich das zeige oder nicht. Und wenn ich mit irgendwas einen Struggle habe, dann mache ich es nicht. Also ich entscheide manchmal sogar mit meinem Mann zusammen, dass ich sage, ne, ist das Thema zu privat oder darf ich das zeigen oder wir auch miteinander besprechen. Jetzt meine Kinder sind in die Schule gekommen zum Beispiel, dann, dass man nochmal neu bespricht. So, nehmen wir sie ganz raus, sollen sie gar nicht mehr präsent sein, wie wollen wir es angehen? Also für mich ist das ein Thema, was ich absolut mit meinem Mann zusammen bespreche, nicht nur die Kinder, sondern alles von unserem Leben. Und er auch manchmal sagt so, boah Lisa, das zum Beispiel, das hätte ich jetzt irgendwie, das fand ich doof. Gibt's auch, ne? Also es ist schon ein Daily Struggle, dass man einfach überlegt, was will ich zeigen, was will ich nicht zeigen, womit mache ich mich angreifbar, womit mache ich mich authentisch auch einfach, was sind die Themen, die mich wirklich beschäftigen, die trotzdem geteilt werden dürfen. Es ist ein Daily Struggle, aber trotzdem glaube ich, dass was ganz oben steht, ist, dass ich entscheide, was ich zeige. Und deswegen fühle ich mich eigentlich nie schlecht damit, weil, ja, also ich zeige ja nichts, was ich nicht zeigen will. Und wieder, genau, dieses, so, damit man versteht im Personal Branding, also alle, die gerade zuhören und die diesen Wunsch haben, eine Personenmarke zu kreieren oder das hören oder das interessant finden und vielleicht auch noch nicht greifbar, also verstehen können, okay, was bedeutet das eigentlich? Das ist ja so viel Bewertung, so viel Judgment, was ich immer wieder mitbekomme auch und Unwissenheit und Angst auch. Was bedeutet das? Ich müsste jetzt alles zeigen. Wenn ich eine Personenmarke ist, Personal Branding, dann haben ganz interessant, also welche Limited Beliefs oder Bullshit-Bingo man zu dem Thema hat. Ich muss jetzt all mein Privatleben zeigen und das und so. Leute, das ist als Playground zu sehen. Das ist dein Spielplatz, deine Spielwiese. Du darfst bestimmen, wer kommt da rein? Also wer folgt dir? Du kannst genauso sagen, wenn dir jemand da nicht gefällt, ist es auch deine Erlaubnis zu sagen, diese Person möchte ich nicht haben, dass die mir folgt, weil die vielleicht, weil da irgendwie eine uncoole Kommunikation irgendwie stattgefunden hat. Man sagt, okay, die möchte ich nicht in meinem Inner Circle haben oder all den Themen, die man teilt, dass du bestimmen darfst, was du teilst. Es ist da, sind deine Regeln. Ja, absolut. Und ich, gerade wo du es so sagst, denke ich so, ist es im Real Life doch genau das Gleiche. Du entscheidest, wem erzähle ich was. Wenn mich jemand fragt, hey Lisa, wie geht's dir heute? Dann sage ich zu dem einen, hey, mir geht's gut. Und dann sage ich zu dem anderen, weißt du, im Moment so und so. Also ich glaube, diese Entscheidung, was teile ich mit wem, das hast du Real Life und online genau gleich. Und auch die Entscheidung, mit wem will ich meine Zeit verbringen, wie du eben meintest, ne? Wenn ich mich mit jemandem nicht mehr treffen will, dann treffe ich mich mit jemandem nicht. Wenn ich jemanden auf meinem Instagram-Kanal, der mich irgendwie blockiert, dann tschüss. Also es ist meine Entscheidung, auch wenn ich einen öffentlichen Kanal habe, mein Kanal ist öffentlich, jeder kann mir dort folgen. Trotzdem muss ich ganz ehrlich sagen, ich entscheide, womit ich mich wohlfühle, was ich teile. Und was meine Persönlichkeit ja auch ausmacht, ne? Also wie, ich habe das ganz spannend, gerade gestern habe ich gefragt, meine Community mit einem Fragebutton gefragt, Lisa, du bist ... und habe darauf Feedback bekommen. Und ich habe da überhaupt nicht mit gerechnet. Das war so spannend für mich und so schön, denn da kam so viel Feedback für mich, wo ich dachte,
okay, so sehen die mich? Wow, cool. Also ganz viel das Gleiche natürlich auch. Und das waren dann Punkte so, ich sag mal sowas wie, ne, ich bin lebensfroh, ich bin aktiv, ich bin mitreißend, ich bin inspirierend, ich tanze gerne, ich habe Spaß am Leben, solche Geschichten. Und ja, genau das ist auch das, was ich mich entscheide, auf diesem Kanal zu teilen. Klar tanze ich nicht jeden Tag durch mein Büro hier und das ist alles easy peasy flow. So, ich habe auch schwere Tage und ich rede auch mal darüber, dass ich, keine Ahnung, unter Migräne leide und 2 Tage nicht aufstehen kann, ist auch mal Thema. Aber der Grundtenor auf meinem Kanal, den entscheide ich selber. Und das kann jeder für sich. Und da ist völlig egal, wie viel Reichweite du hast. Du entscheidest, was die Leute, die kommen, sehen dürfen. Und welchen Teil deines Lebens du dort abdecken willst. Und mein Teil, den ich dort abdecke, das ist ja nur ein Bruchteil von dem, was stattfindet. Aber es ist meine Entscheidung. Und sich dann, dass es das dann nicht bedeutet, dass es dann fake wäre. Ich finde es manchmal ein bisschen kontrovers, wenn manchmal diese Sachen kommt, Real Life und Instagram Life, weißt du, lass es die Filter sein oder das schöne Bild und so sieht es eigentlich dann in echt aus. Und zu sagen so, hey, ist auch manchmal, für manche ist ja auch der Instagram-Account einfach, wo man sagt, das ist für mich Kunst, das ist für mich Art. Ich möchte nur einen gewissen Vibe oder Energy hier vermitteln. Ich möchte den anderen Teil, also Beispiel Bali, natürlich könnte ich jeden Tag brennendes Plastik zeigen. Also oder den massenhaften Traffic, der wieder da ist oder all das. Aber könnte ich machen? Ist es gerade dienlich, worauf lehre ich dich gerade den Fokus, nur auf das zu zeigen? Also auch da wieder die Balance für sich zu finden. Klar, wenn das meine Purpose, meine Aufgabe wäre, okay, ich will darauf ganz wichtig aufmerksam machen, dann könnte ich jeden Tag über Plastikmüll auf Bali erzählen oder, ne? Oder über gewisse Themen. Wenn ich für mich sage, es ist meine Entscheidung, ich möchte, es ist mein Calling, ich will darauf aufmerksam machen. Aber auch da wieder, dein Spielplatz, entscheide für dich, was möchtest du auf deinem Kanal teilen? Was bist du? Oder auch, wie du, und dass es nicht fake ist oder nicht real ist, da finde ich Quatsch, glaube ich nicht. Und es gibt ja auch alles. Also jeder Follower, jeder, der aktiv ist auf Instagram, darf ja entscheiden, wem er folgen möchte. Und ich folge auch Kanälen, die ganz anders sind als meiner, weil mich da was inspiriert, weil ich da Infos kriege, weil mich die Person mitreißt, wie auch immer. Und ich glaube, nicht jeder Kanal muss alles abdecken. Jeder Kanal darf sich selber entscheiden, wie ich mich positionieren möchte in dieser Welt von Instagram. Und ich habe meine Positionierung auch nicht von Anfang an für mich klar gehabt. Da steht kein Konzept hinter, sondern ich habe losgelegt, auch da wieder. Es ist entstanden mit der Zeit. Und jetzt kann ich sagen, mittlerweile, ja, ich habe ein Branding auf meinem Kanal. Ich kann dir sagen, das sind die 5 Themen, sage ich mal, die immer wieder stattfinden. Das bekommt mein Follower bei mir, wenn er auf meine Seite kommt. Und das wird relativ schnell klar, weil es sich wiederholt. Weil ich Story-Highlights habe, die dazu passen. Weil ich zum Beispiel die Fotos, wenn man die ersten 5 Reihen durchguckt, dann sieht man, ah, okay, das und das sind ihre Themen. Das hat sich mit der Zeit gefestigt. Und trotzdem ist es immer mal wieder so, dass ich denke, ah, oder sollte ich das zum Thema machen? Gerade wenn schlimme Dinge oder Krisen passieren, wenn eine Pandemie kommt, wir wissen es alle, jeder überlegt, wie gehe ich damit um, wie spreche ich damit? Und auch da entscheide ich mich ganz bewusst, wie gehe ich jetzt damit um? Und ich finde tatsächlich, wir dürfen uns davon frei machen, da jedem gefallen zu müssen, sondern das ist unser Ding, wie du sagst, unser Playground, meine Entscheidung, was ich zeige, meine Entscheidung, was ich teile, auch meine Entscheidung, was ich zur Diskussion zulasse. Also ich habe auch Themen in meinem privaten Umfeld, die möchte ich nicht mit Menschen auf Instagram besprechen. So, aber es gibt auch viele Dinge, wo jemand anders sagt, boah, darüber redet Lisa auf Instagram, puh. Und ich habe es auch manchmal, dass ich denke so, wenn ich jetzt darüber rede, dann sehen das ja auch die Kumpel meines Mannes, ne? Will ich das überhaupt? Also so ein Thema, ein lustiges Thema ist dauerhafte Haarentfernung. Ne, wo man erstmal denkt, so, boah, voll das intime Thema und redet man nicht drüber, Intimbehaarung, oh mein Gott. Aber hey, ich habe 97% Frauen, die mir folgen und die finden das vielleicht spannend. Und ja, sie finden es spannend und ja, sie haben die gleichen Themen, die ich habe. Und ja gut, dann habe ich mich entschieden, darüber zu sprechen. Und an dem Punkt habe ich wirklich gesagt, so, und mir ist es jetzt ehrlich gesagt gerade total egal, ob die 3% Männer, vielleicht die Kumpels meines Mannes, nun wissen, was da bei mir abgeht. I love it. Aber ich hinterfrage mich aktiv und ich habe auch das vorher mit meinem Mann besprochen. Und das finde ich wichtig. Ich muss mich damit wohlfühlen. Und dann kann ich rausgehen und dann kam jetzt nicht. Aber wenn es jemand kritisch finden würde, könnte ich sagen, du,
deine Baustelle, nicht meine, weil ich habe mich dafür entschieden. So. Ja, das ist genau. Jeder, der noch nicht Lisa noch nicht kennt, weil genau dein Account ja ist mit, du viel mit deiner Familie zeigst, auch deine Zwillinge und dein Mann auch da mal präsent da ist, aber im Fokus ist keine Frage, ist Lisa, aber dein Leben, da kommen wir wieder zu dem, wie sich dein Personal Branding damals als Single, Lifestyle, Blogger, Hamburg Food, ne? So hast du damals gestartet und du hast dich weiterentwickelt, erstmal also in deinem Business, du hast neue Dinge gelernt, dich da verändert, ausprobiert und auch im Außen hat sich dein Leben verändert. Du bist schwanger geworden, deine zwei Jungs waren dann da. Die Entscheidung damals von Hamburg, Groß City Life, und das kann ich mir noch gut erinnern, der Struggle damals, oh Gott, aufs Land, ja, nein, oh Gott, was ist besser für mich, was wollen meine Kinder, was will ich eigentlich? Dass du ja ganz viel, ja, dein Life, dein Leben und damit auch, weil dann in deinem Leben dann dein Mann und deine Kinder dann da drin waren, dazugehörten, wie du die mit integriert hast. Dir zu erlauben, war das für dich auch, du hast ja schon erzählt, du hast deinen Mann und immer mit einbezogen, also auch in einzelnen Schritten immer wieder, ne? Okay, die Kinder gehen in die Schule. Ist das jetzt ein anderes Thema, ne? Also jedes Mal ihr in den, wie wundervoll, in diesen Dialog geht. Aber war das für dich irgendwann auch mal ein Thema, okay, das geht jetzt, dass das weniger wird? Oder ja, also durch deine Veränderung im Außen, mit was teile ich hier überhaupt noch auf deinem, weil es ist ja deine Plattform. Was gab es? Ja, es hat sich auch mega verändert, muss ich sagen. Also ich habe mir das nicht erlaubt, sondern es ist passiert. Dadurch, dass meine Kinder einfach größer geworden sind. Also ich sag mal, ganz früher, als ich fast schon am Start, als meine Kinder noch klein waren, da ging es schon auch um so Themen wie: Welche Klamotten tragen meine Kinder, super süßes Outfit, so, wo ich jetzt sag so, ja, was für Themen, ne, so. Und mittlerweile ist es tatsächlich so, dass es auch auf meinem Kanal sich genau so entwickelt hat, wie sich auch mein berufliches Leben entwickelt hat. Es geht viel mehr um mich und es geht vor allem auch viel um unser System dahinter, weil wir mittlerweile ein Familienmodell leben, was viele anscheinend inspiriert. Ich bin nämlich bei uns mittlerweile Alleinverdienerin und mein Mann ist unser Family Manager, der hält zu Hause die Fäden zusammen und kümmert sich um all die wichtigen Dinge des Lebens und hält mir absolut den Rücken frei, dass ich da eben beruflich so durchstarten kann. Und das hat zum Beispiel auch zur Folge, dass ich ganz oft in Hamburg in meinem Büro die Tage verbringe und nicht nur das, sondern sogar auch hier schlafe zwei Tage die Woche, als bewusste Entscheidung, dass ich hier aktive, konzentrierte Arbeitszeit habe, um dann, wenn ich zu Hause bin, aber auch wirklich ganz da zu sein und voll im Mama-Business dann zu sein und mich da einfach drauf einlassen zu können, ohne diese ganzen To-Dos im Rücken. Und das mache ich auch zu Themen auf meinem Kanal. Das ist einfach diese Inspiration. Also ich sage immer so, es gibt keinen Leitfaden für meinen Kanal, sondern mein Kanal ist mein Leben. Und das, was bei mir stattfindet, findet auf meinem Kanal statt. Und dann kommen Menschen dazu, die sagen, oh wow, Lisa ist Alleinverdienerin. Wow, okay, cool, cooles Prinzip. Eigentlich hat mein Mann auch Bock, weniger zu arbeiten. Vielleicht kann man das mal umdrehen. Also es ist ja leider immer noch so, dass es sehr, sehr häufig so ist, dass der Mann mehr arbeitet, die Frau vorrangig für die Kinder verantwortlich ist. Es ist so, auch wenn ich es nicht so wahrhaben will. Bei uns ist es andersrum und ich merke dadurch, dass es so ist, dass eben mir so viele auf Instagram schreiben, so dass sie es so beeindruckend finden, dass unser System so ist. Aber unser System war ehrlicherweise von Anfang an gleichberechtigt. Als die Kinder gekommen sind, war ganz klar, das ist hier nicht mein Business, das ist unser Ding. Wir sind gemeinsam Eltern geworden und haben unseren Beruf immer schon so bewegt, dass es passt. Und in der Corona-Pandemie war dann aber der Punkt, wo wir gesagt haben, okay, warte mal, wir können das nicht beide gleichzeitig weiterleben und mein Ding war halt immer selbstständig und mein Ding war immer meine Marke und da war ganz klar, dass das weiterleben muss, weil wenn wir da jetzt aufhören, dann bricht halt was weg, was man nicht wieder aufbauen kann. Und wir hatten die Jungs aus der Kita rausgenommen, ein Jahr bevor sie in die Schule gegangen sind. Da waren wir ja auch viel im Austausch drüber, dass wir nach Bali kommen wollten im Zuge unserer Weltreise, die wir geplant haben für 10 Monate.
Und dann kam eben die Pandemie und wir haben das alles gecancelt, sind zu Hause geblieben, hatten aber keine Betreuung für die Kinder, was für uns so ein bisschen aus der Not heraus dann eine Umstrukturierung im Leben gab. Und wir aber gesagt haben, okay, dann ist es jetzt so, mein Mann kümmert sich um die Kids, ich arbeite. Und in diesem Jahr ist einfach mein Business explodiert. Also ich habe kurz vorher beruflich nochmal was Neues gestartet. Da kann ich gleich auch nochmal ein bisschen was zu sagen, weil das jetzt mittlerweile tatsächlich mein Haupt Job ist. Und was sich seitdem, also in den letzten 3 Jahren, hat sich unser Leben dadurch einfach komplett geändert. Also durch diese neue Struktur in unserer Familie, durch diesen neuen Job, aber auch natürlich durch die neuen Möglichkeiten des Finanziellen einfach auch, muss man auch mal dazu sagen. Und ich finde es so interessant, dass du sagst, ein anderer Job. Für mich ist das eins, weil das einfach ein Teil von deinem Personal Branding ist. Also wovon wir gerade reden, ist, dass du ein Teil von bei Ringana bist, Network Marketing, wenn jetzt jemand davon noch nichts weiß. Und nachhaltige und natürliche, und ich kann so gleich noch was erzählen, Kosmetik ist, dass das könnte alles ja gar nicht funktionieren. Also du könntest die Art von Arbeit, so wie du sie machst, so gar nicht machen, hättest du nicht dieses, genau, was wir vorhin gesprochen haben, Trust und Awareness in deinem Personal Branding. Also hättest du Lisa nicht schon, wärst du nicht sichtbar gewesen auf irgendeine Art und Weise. Und du hast damals dich entschieden, ganz bewusst, dass es dein Blog ist und Instagram im Fokus dann später. Deswegen ist es für mich, ist es gar nicht ein anderer Job, sondern es ist, das eine nährt das andere. Und wenn immer so Leute mich manchmal fragen, so mit, na, wie verdient man denn? Und ich verstehe, dass die Fragen kommen, weil ich, vor 8 Jahren, als ich keinen Touchpoint mit Online-Marketing hatte, ich habe mir das ja auch alles selber beigebracht damals, als Key-Account-Managerin, so, okay, ich will das jetzt lernen und will das verstehen, wie geht denn das hier alles? Wenn manchmal Leute fragen, na, wie verdient man denn Geld mit Instagram? Oder Biene, wie verdient man denn Geld mit einem Blog? Oder wie verdient man Geld mit Podcasts? Das können wir ja austauschen. Und ich so, nee, Leute, ganz anders ansetzt. Und das dann so diesen Vorhang lüften und zu verstehen, dass das alles Kanäle sind. Also für mich sind das alles Kanäle, wie man seine Message, seine Personenmarke, sich selber, sein Service, seine Dienstleistung, sein Service, seine Person, sein Purpose nach draußen in die Welt trägt. Und bei den einen ist das Sport, Nahrung, Persönlichkeitsentwicklung, es lässt sich Kindererziehung, Physiotherapie, Sport, Reisen, ist komplett austauschbar. Aber in deiner bestimmten Version, wie du bist, über den Kanal, den du dir auswählst. Und das ist für mich bei dir diese Kombi durch deinen Instagram-Account und ich so, wir so, durch den Blog und Ringana. Das ist für mich ist das ein großes Ganzes. Für mich auch. Ganz klar, für mich auch, weil das eine das andere nicht, also ohne nicht gehen würde, wie du gesagt hast. Aber am Anfang war da für mich ein richtiger Struggle, weil es schon eine komplett andere Welt des To-Dos ist. Das eine ist mein Content, ich erzähle aus meinem Leben, meine Inspiration, was mir begegnet. Ich gestalte meinen Kanal, wie er mir gefällt. Ich verdiene, ich habe da Geld verdient mit Social-Media-Kooperationen. Also grob gesagt, ne, ein Unternehmen bezahlt mich dafür, dass ich ein Produkt teste, vorstelle, zeige, Werbung dafür mache und dann ist der Vertrag quasi zu Ende. Und dann kam Ringana für mich um die Ecke, also ist ein Naturkosmetikunternehmen aus Österreich, was für mich so war, okay, da geht's anders, weil es geht auch um Empfehlungsmarketing zu einem Produkt, aber der Kunde, der bei mir einmalig bestellt, der bleibt mein Kunde. Das heißt, ich habe auch die beratende Funktion. Ich habe wirklich mich in dieses Unternehmen auch einarbeiten zu müssen, ganz anders als bei anderen Kooperationen, um meinen Job gut machen zu können. Was für mich so war, okay, ich probiere das mal. Und dann hat sich für mich wie so eine Büchse der Pandora geöffnet, dass ich in dieses Unternehmen eingetaucht bin und gemerkt habe, okay, krass, das ist für mich wirklich ein Unternehmen, hinter dem ich absolut stehen kann. Seither mache ich kaum mehr andere Kooperationen, weil ich gar nicht gewährleisten kann, so da einzutauchen und zu entscheiden, ob das was ist. Und weil ich auch meine Authentizität und Entscheidung für Ringana da einfach gebündelt behalten will. Also ich bin jetzt mittlerweile so sehr in diesem Unternehmen drin und es geht
gar nicht mehr um Produktempfehlungen im Vordergrund, sondern es geht um Teamarbeit. Und das wusste ich vorher auch nicht. Also ich bin eingestiegen mit den Produkten und dachte, cool, ich mache das hier so weiter wie sonst auf Instagram. Ist ja eigentlich ganz cool. Und dann auf einmal so, okay, wow, da ist eigentlich noch viel mehr möglich. Ich kann Menschen in mein Team holen, die auch die Produktempfehlung für Ringana machen. Und gemeinsam können wir den gleichen Weg zusammengehen. Und das hatte ich vorher nie. Und das habe ich wirklich auf Instagram auch vermisst, weil man ist immer so in seinem eigenen Flow. Man ist zwar viel im Austausch mit Menschen, aber man erarbeitet eigentlich kaum was zusammen, außer mit den Brands. Und jetzt mittlerweile ist es mit Ringana für mich wirklich so, dass wir einen Team-Spirit haben, dass wir gemeinsam diesen Weg gehen, dass ich als Mentor die Menschen an die Hand nehme und sage, okay, komm, lass uns mal rausfinden, wie geht der Weg. Und der geht nicht nur online. Weil das ist so ein bisschen, bei mir ergänzt sich das und deswegen bin ich den Weg so schnell erfolgreich gegangen, weil ich meine Community schon im Vertrauen für mich gewinnen konnte und viele dann meinem Urteil getraut haben, die Sachen bestellt haben. Aber normalerweise arbeiten die Menschen tatsächlich offline hauptsächlich, die als Ringana-Partner einsteigen. Und diesen Weg gemeinsam zu gehen, das ist eigentlich im Moment mein Job. Und das ist so, das findet auf Instagram kaum mehr statt, aber das ist so viel im Hintergrund. Das heißt, für mich hat sich eine neue Welt geöffnet. Und das ist diese Position, was für mir so als erstes Wort kommt, als Leaderin, also als, ne, dass du eine Leader-Position, eine Mentorin-Position in deinem Team, in dieser Art von Arbeit einnimmst. Und natürlich, das macht für mich so Sinn, all deine Erfahrung, all deine Learnings, die Struggles, den Rollercoaster in der Selbstständigkeit, im Personal Branding, all das, was du gelernt hast die letzten Jahre, all dieses. Und das ist nicht nur dieser Riesenunterschied. Wissen, was du, da unterscheide ich definitiv, wissen, was man sich eingelesen hat oder gehört hat, wie auch immer man das konsumiert hat, oder Wissen und damit und Erfahrung, wenn man sie durchlebt hat. Ja, das sind Welten. Und du und du kannst damit, das ist ja genauso wie bei meiner Arbeit, bei meinen Mentees, all meine Erfahrung von Festanstellung, wo ich herkomme, okay, ich habe keine Idee, wie ich es machen soll, all meine Learnings in meinem Kreieren von meinem Personal Branding, damals Blog und Podcast und all diese Veränderungen in dieser Online-Welt, wie viel wir geben können, wie viel wir den Leuten, die ja, im Grunde, also ich weiß nicht, ob es bei dir so ist, ich sehe es bei mir ganz häufig, dass ich da Frauen vor mir sitzen habe, wo ich Anteile von mir sehe mit 30. Ich sehe eine ältere Version von mir selber und sehe gerade, wow, welchen Impact, also wie viel ich den gerade mitgeben kann, um das zu erreichen, das, was sie wollen, und sie zu erinnern und eigentlich oder erinnern oder aufzeigen kann, ne, hey, da ist schon, guck mal, wie viel Sparkle da schon ist in dir und wie viel du gerade in die Welt hinausgeben kannst und wie bei dir mit deinem, ja, dieses andere Lebenskonzept, was du lebst, ne? Mit deinen, so, hey, ich glaube jetzt, nehme mir raus, mehr Zeit für meine Kinder zu haben, ortsunabhängiger, die Zeit gefragt, also wie auch immer, für mich das ein sehr unkonventionelles, und das weißt du ja auch, deswegen schreiben die ja auch so viele, ne? Das Leben, was ihr mit eurer, die Steinkopf-Familie lebt, ist anders als die anderen. Und damit bist du Leaderin, Vorbild, ein Role Model. Ganz, ganz inspirierend, ja. Absolut. Und das eben auf Instagram mit meinem Lebensmodell und mit meiner Art, wie ich lebe und wie ich Dinge denke, sehe, ne, all das ist ja nicht nur das Modell, sondern auch dieses, wie sieht Lisa das? Ah, davon lasse ich mich inspirieren. Wie gestaltet sie ihren Alltag? Solche Geschichten. In meinem Job als Teamleiterin eben ganz das andere zu sagen, ey, ich habe hier eine Möglichkeit, ich zeige dir, wie es geht. Ich bin da dein Vorbild, denn ich zeige dir, wie der Weg dahin geht. Und das ist ganz spannend, weil, und das finde ich auch bei dir spannend, für dich ist es ja so, dass du so viele Ansätze hast, weil jeder so in eine andere Richtung auch geht, ne? Also in deinem Coaching, in deinem Mentee-Programm mit deinen Mentees geht es ja darum, wirklich zu gucken, wer bist du, wo soll es hingehen, wie kann ich dich dabei unterstützen? So, das finde ich so beeindruckend, weil es dieses 1:1, wer steht denn da? Und das ist was ich in meiner Arbeit mit meinen Mentees absolut mit einbaue, auch wenn ich kein Coach oder sowas bin, aber als Mentor an die Hand zu nehmen und zu sagen, hey, lass uns mal gucken. Und ich natürlich noch dieses konkrete Ziel dahinter habe, sie in einen wirtschaftlichen Erfolg zu bringen.
auf dieser Reise als Regana-Partner, was natürlich nochmal eine Herausforderung hat, einfach weil sie Skills lernen müssen, ne? Weil sie sehen müssen, wie geht dieser Job und mach diesen Job und glaub auch an dich. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, und das habe ich ja einfach die letzten Jahre gelebt. Wenn du was willst, dann tu es. Du stehst hier, du bist eingestiegen als Partner, dann mach es auch, weil die Entscheidung hast du für dich gefällt. Und jetzt musst du deine Arbeits-To-Dos einfach umsetzen. Und da gibt es so viele Ausflüchte ja auch, ne? Ja, aber ich kann nicht, weil. Ja, aber die anderen sagen das. Und mein tägliches To-Do wirklich, ne? Mit meinen Frauen aus dem Team zu arbeiten und zu sagen, hey, glaub daran, was du möchtest. Geh deinen Weg. Geh das so, wie du dein Ziel erreichen möchtest. Das ist deine Verantwortung und du musst ihn einfach gehen. Du musst ins Tun kommen. Und das ist für mich auch was, wo ich wirklich die letzten 3 Jahre mich enorm weiterentwickelt habe, in dieser Klarheit dazu. Und auch selber, und deswegen habe ich mich auch so gefreut, als du mich eingeladen hast, man selber sieht ja oft gar nicht, ne? Man selber sieht das nicht. Du sagst so, wow, du bist ein mega Raw Model, und ich denke so, für was? Für was denn eigentlich, ne? Man hat sich dessen ja selber oft nicht bewusst, so. Und das ist für mich jetzt total krass, die letzten 3 Jahre zu sehen, ja, ich habe da wirklich ein krasses Learning hinter mir und ich kann was geben und ich kann die Menschen begleiten und ich kann das, was ich durchlebt habe, wie du es gesagt hast, weitergeben. Das ist total schön. Das ist für mich eine krasse Bereicherung, die völlig weg von diesem ganzen Insta-Flow ist, wo es bei mir auf dem Kanal auch viel um schöne Bilder geht, um Bildsprache, um schöne Musik und so. Und das ist für mich wirklich, und deswegen habe ich, glaube ich, vorhin gesagt, so dieser andere Job, ne? Das eine ist wirklich jetzt mit Persönlichkeiten arbeiten, in Zoom-Calls 1:1, Wege, Strategien entwickeln, wirtschaftlichen Wachstum natürlich erfolgen. Und das andere ist irgendwie so immer noch, dass ich das Gefühl habe, so, hey, es ist einfach nur mein Leben. Ein bisschen schöne Bilder aus meinem Leben. Und das gar nicht so krass als mein Brand sehe, weil es sich einfach so entwickelt hat. So. Und trotzdem tut es mir gut, hier mit dir zu stehen und oder zu sitzen und zu hören, ja, es ist mein Personal Brand. Es ist ja so. Und ich habe das entwickelt über Jahre. Und da kann man verdammt stolz drauf sein. Yes, aber das muss man sich nochmal bewusst machen, ne? Ja. Weil das macht man viel zu selten. Wirklich. Deswegen schön, ja, dass du das gerade so annehmen, genau, you deserve it, dass du es annehmen kannst, genau das mal, ich stehen zu bleiben, sich selber auf die Schulter zu klopfen, was du ja meintest, du hast das kreiert. Wir haben aus der eigenen Energy mit dieser Entscheidung und immer wieder, und es ist nicht nur eine Entscheidung, lass es, ne, jeden Tag aufs Neue. Immer wieder, ich entscheide mich dafür. Ich entscheide mich für meine Selbstständigkeit. Ich entscheide mich für meine, was auch immer die Werte sind, ne? Bei mir ist es zum Beispiel, eins meiner größten Werte ist Freiheit. Ganz einer meiner 3 wichtigsten Werte. Und mich immer wieder auf meine Werte zu erinnern und so, okay, und was ist der Weg dahin, ne? Was engt mich ein? Und da wieder Eigenverantwortung, besonders in der Selbstständigkeit bei Personal Branding, da kann man nicht sagen, es ist der Chefin, es ist die Chefin, es ist die Vorgesetzte, es ist das, sondern immer wieder. Und ich weiß, es ist total scary, aber es ist dann einfach nicht mehr irgendwie den Finger zeigen auf irgendwas anderes, sondern immer wieder, aber ich sehe da so viel Power drin. Wir können es kreieren, wir können es verändern. Und dann ist es ja auch diese Magic, die ich ja bei mir in der Selbstständigkeit, ob du das genauso bestätigen würdest, im Personal Branding oder in der Arbeit, also dass die Selbstständigkeit, die ich mir kreiert habe, ist mit dem Personal Branding, mit Sabine Spalleck, jetzt nochmal mit Untamed, nochmal krasser, ist eine Arbeit, die sich, also von der ich keinen Urlaub brauche im klassischen Sinne, weil ich für mich Arbeit neu definiert habe. Ich habe auch genauso meine Auszeiten und ich bin jetzt ab nächster Woche bin ich eine Woche in Bangkok, habe auch keine Termine oder so. Aber natürlich nehme ich meine Community mit, weil ich das möchte. Und wenn ich Ideen und Impulse habe, die dann, also es fließt dann, es ist wie so ein Kanal, der dauerhaft auf ist, wo ich immer wieder, wenn ich dann genau Impulse habe, dass ich dann weiß, oder ich weiß, ich erlaube sie mir dann dort zu teilen und zu wissen, das ist Arbeit, aber ich habe Arbeit für mich neu definiert. Weißt du, was ich meine? Voll, ja, voll. Also da gehe ich tatsächlich seit vielen Jahren immer auch durch diese Thematik, weil natürlich Freunde im Außen auch oft spiegeln, boah, du arbeitest aber auch echt viel, ist das jetzt Arbeit, kannst du denn auch mal richtig Urlaub machen? Und ich natürlich auch mit meiner Familie bespreche,
wie viel Arbeit in Anführungsstrichen darf ich denn jetzt im Urlaub machen? So. Und das ist für mich tatsächlich ein, ich habe da Lust drauf, aber ich gehe auch, also da unterscheide ich jetzt tatsächlich nochmal ziemlich genau. Ich nehme mir absolut Auszeiten von der dauerhaften Ansprache für meine Mentees. Also meine Teamstruktur läuft so ganz viel über Teamchats, über Aussprachen, über Sprachnachrichten. Und da grenze ich mich ganz klar ab und sage, jetzt bin ich im Urlaub. So, dann gibt es eine Vertretung, keine Frage. Aber da differenziere ich nochmal zwischen dem Job zu Instagram, weil Instagram ist für mich ein, es macht mir tierischen Spaß. Ich gehe aber auch mit einem bildlichen Blick durch die Welt. Also ich kann gar nichts Schönes erleben, ohne zu denken, boah, oh, voll das schöne Bild, voll die schöne Atmosphäre, oh, das so teilen zu wollen und meine Follower da einfach mitzunehmen in diesen schönen Moment. Das ist für mich keine Arbeit. Das ist Leichtigkeit für mich. Das ist, ich mache es aber auch, und das muss man auch dazu sagen, damit es sich nicht wie Arbeit anfühlt, braucht man Übung. Es funktioniert halt für mich viel nebenbei. Ich weiß, wie ich was machen muss, damit ich am Ende ein easy daraus ein schnelles Reel schneiden kann zum Beispiel. Das dauert dann 3 kurze Sequenzen, das ist in einer Minute durch. Trotzdem ist es natürlich so, dass mein Mann manchmal sagt, muss das jetzt sein? So, und dann kann ich sagen, ja bitte, oder nee, muss eigentlich nicht, hast du auch recht. Es ist natürlich ein Struggle, der im Familienleben immer auch präsent ist, weil zum Beispiel meine Kinder, die sind jetzt 7, die können ja gar nicht sehen, was ist Arbeit und was ist nicht Arbeit. Und da ist es nur, wann hat sie das Handy in der Hand und wann nicht. Und deswegen ist es schon ein Struggle, den ich so mitnehme. Und auch da, wenn Urlaub zum Beispiel, wenn wir im Urlaub sind, dass ich nicht den ganzen Tag poste oder mache, sondern dass ich schon mal kurze Sequenzen filme und dann aber am Abend, wenn die Kinder im Bett sind, zum Beispiel daraus, also dann erst online poste oder ein Reel draus mache oder so. Genau, damit das einfach für die Kinder auch dieses Gefühl von Mama ist ganz da. Und das ist mir halt auch total wichtig. Also trotz diesem Ganzen, man gefühlt hat ja der Follower bei mir das Gefühl, er wäre jeden Tag überall dabei, was ich mache. Stimmt natürlich überhaupt nicht. Aber vom Gefühl her schon, ne? Und das ist für mich so, im Urlaub versuche ich das wirklich ein bisschen runterzufahren, aber trotzdem, weil es eben auch mein Hobby ist, ist es irgendwie schwer zu differenzieren oder schwer, das wirklich ganz abzuschalten. Oder dieses Unterschied liegt, wenn man das loslässt, dieser Gedanke auch, wie sich Arbeit anfühlen darf. Das ist so interessant. Letztens habe ich einen Call mit meinen Eltern gehabt und dann meine Mom mir erzählte, dass meine Tante, also ihre Schwester, die ist jetzt in, dass sie die bald jetzt besuchen zu ihrem Geburtstag, und sie hat dieses Jahr endlich die Rente erreicht. Und diese Freude von meiner Mom, für ihre Schwester, und ich weiß auch die Freude von meiner Tante, endlich ist das vorbei. Endlich ist das Arbeiten vorbei. Und dann habe ich ihr gesagt, Mama, ich finde es so interessant. Ich verstehe meine Tante, und ich verstehe auch, was auch für meine Eltern sich gefreut hatten, als die, mein Vater wirklich die Tage, wo er das runtergezählt hatte, auf dieses, ne, dieses Datum, wie häufig er das erzählt hat. Ja. Und ich verstehe das, weil ich weiß auch, also meine Mutter war im Großteil ihres Lebens Putzfrau, mein Vater Gabelstaplerfahrer, also die waren Malocher, also körperlich sehr schwer gearbeitet, und für die war das hier keine Heidi-Tai und Freude. Und also denen hat das, ja, da war das schon immer Arbeit sehr schwer, und Arbeit muss, ne, hat sich für die immer sehr schwer angefühlt. Und und habe ihr dann gesagt, so, Mama, ich finde es gerade so interessant, weil es für mich gerade die Vorstellung, ich habe das nicht in meinem Kopf, und ich bin gerade so dankbar dafür, dass mein Leben natürlich keine Frage, gerade anders, weil es so anders aussieht, dass meine Arbeit sich so sehr anders für mich anfühlt. Und auch da, weil ich Entscheidungen getroffen habe, weil ich war ja auch in die, so, ich habe zwar nicht körperlich gearbeitet, keine Malocha-Job gehabt wie meine Eltern, aber ich war ja auch in einem anderen Konstrukt und habe mich dann bewusst entschieden, ich will es anders haben, und habe mir erlaubt, okay, Arbeit soll sich für mich anders anfühlen und nicht schwer. Und ja. Es ist schon Wahnsinn, wenn man Arbeit in sein Leben integriert, die einem Spaß macht, dass man gar nicht so klar differenzieren muss. Also mein Leben ist mein Leben und alles gehört dazu, was dazugehört. Und ich kann die Weichen so ein bisschen stellen, was wie viel an welchem Tag einnimmt oder in welchen Wochen oder so. Aber ich differenziere auch gar nicht genau zu sagen, jetzt ist Arbeitszeit und jetzt ist keine Arbeitszeit, weil es fügt sich so. Ich habe die Freiheit, mir zu nehmen, zu sagen, jetzt gucke ich 3-4 Stunden nicht auf mein Handy, jetzt bin ich mit meinen Kindern auf dem Spielplatz oder mit meiner Freundin auf dem Konzert oder was auch immer.
Aber es ist meine Entscheidung und die fälle ich und nicht, weil mir das jemand anders sagt, sondern weil ich es für mich entschieden habe. Also ich habe die Freiheit zu gestalten, wann und wie ich arbeite. Und es gibt ja diesen Satz, ne, arbeitest du, um zu leben oder lebst du, um zu arbeiten? Und das finde ich ganz spannend. Das ist bei mir sehr präsent, dieser Satz, weil es für mich schon immer so war, dass mein Leben im Fokus stand und ich jetzt für mich etwas kreiert habe, wo ich nicht entscheiden muss, entweder oder, sondern wo sich alles miteinander fügt. Und wenn Arbeit auch Kontakte und Begegnungen bringt, die einen dann wieder bereichern. Also ich habe in meiner Arbeit jetzt mit meinen Ringana-Partnern wirklich auch Freundinnen gefunden, wirkliche Herzensmenschen, die ich nie gefunden hätte. Und sich da einfach so offen für alle Möglichkeiten, seinen Tag gestalten zu können, das kann ich mir gar nicht mehr anders vorstellen. Aber ich meine, ich habe es auch seit 10 Jahren. Das ist es ist einfach schwierig, glaube ich, sich so aus diesem Hamsterrad rauszubewegen. Ne? Und da ist es so, egal wie alt du bist, egal woher du kommst, egal wie fest dein Hamsterrad ist, in kleinen Schritten losgehen und dich einfach frei machen davon. Dich frei machen davon, wie es sein müsste. Und dann nochmal zu hinterfragen, denkst du denn, es muss so sein? Denken die anderen, es muss so sein? Das Thema hatten wir vorhin schon. Und wie schön du es eben gesagt hast mit deinen 3 Werten, weil ich glaube, da fängt es nämlich an, zu schauen, was ist mir wichtig im Leben. Und bei mir hatte zum Beispiel die Pandemie zur Folge, dass mein Team explodiert ist, weil so viele Menschen in die Notsituation kamen, sich zu überlegen, oh wow, okay, was ist eigentlich Arbeit für mich? Wie will ich überhaupt arbeiten? Auch mit welchen Inhalten möchte ich meinen Arbeitsalltag verbringen? Mit welchen Themen? Bei mir geht's ja nun auch um Themen wie Nachhaltigkeit und auch ressourcenschonend arbeiten, was ja auch so ein Thema ist. Ich glaube, das ist eh ja sehr im Kommen, ne? Dass man auch arbeitstechnisch einfach etwas Gutes tut, etwas, was für die Welt gut ist und nicht nur für dich selber gut ist. Und dieses Hinterfragen war in der Pandemie ganz, ganz stark. Und da, ja, stand ich natürlich mit offenen Armen und habe einfach diese Chance für jeden irgendwie geöffnet. Und das ist schon Wahnsinn, wie viel das gemacht hat. Und das wirkt noch nach. Also dieses überhaupt mal vom Homeoffice aus zu arbeiten, was ja für viele ganz neu ist. Früher konnte man das gar nicht. Jetzt können viele tageweise oder ganz oder wie auch immer im Homeoffice arbeiten und merken überhaupt mal, es geht auch anders. Wow, es geht auch anders so. Und das will ich eigentlich, das soll jeder wissen, weil die Entscheidung liegt bei dir, wie du deinen Arbeitsalltag bestimmst, ne? Und das glaube ich, dass ganz viele das abtun als, ja, ist ja schön für euch, aber bei mir funktioniert es nicht. Das hatten wir vorhin schon. Ja, und gerade so schön. Und ich würde als letzte Frage, meine Liebe, weil es gerade so schön passt zu dem, was dieser Podcast heißt ja Untamed. Was würdest du sagen für dich, was bedeutet für dich ganz persönlich ein untamed, also ein ungezähmtes Leben zu leben? Das ist, mein Leben frei gestalten zu können, so wie es für mich und meine Familie passt und nicht, wie es mir mein Geld vorgibt oder mein Umkreis vorgibt, also auch finanziell mich in eine Freiheit zu bringen, in der ich entscheiden kann, wie ich das Leben gestalten möchte. Also diese Norm mal abzulegen und wirklich darauf zu schauen, wo mein Wunsch nach meinem Leben mich hinbringt. Und da geht's vielleicht auch um Themen wie Auswandern. Wo will ich wohnen? Wie will ich wohnen? Und nicht, kann ich mir das leisten, sondern wo geht es uns gut? Einfach mal alle Normen zur Seite zu schieben und das zu tun, was für dich und deine Familie und dein Partner, deine Partnerschaft für euch sich richtig anfühlt und sich daran zu glauben, auch wenn du natürlich nicht von jetzt auf gleich in der finanziellen Freiheit bist, aber daran zu glauben, dass du diesen Weg gehen kannst. Du musst anfangen. Du musst anfangen, diesen Weg zu gehen und dann wirst du die Möglichkeit haben, dich frei und selbstbestimmt bewegen zu können. Und ich glaube, das ist das große Gut, was jeder tun darf und an sich glauben darf, dass es gehen kann. Perfektes Schlusswort, meine Liebe. Dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen, außer es war mir ein Fest, mein Liebe. Und alle, die gerade auch zuhören und unbedingt mehr von Lisa erfahren möchten, von ihrer Familie, von ihrem Account, von ihrer Arbeit, von ihrem Business, mehr von ihrer wundervollen Fire Energy, dann bitte schau mal unten in die Shownotes. Da habe ich Lisas Blog verlinkt, ihren Instagram-Account verlinkt und dann könnt ihr ihr folgen, bei ihr vorbeischauen.
und mehr von ihr erfahren, wenn ihr Lust habt. Meine Liebe, vielen, 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 vielen Dank, dass du heute hier warst und so frei aus vollem Herzen erzählt hast, berichtet hast. Danke, danke dafür. Vielen Dank. Danke an dich, es war mir eine große Freude. Ganz, ganz viel Lauf nach Hamburg. Ja, viele Grüße in die Sonne. Wenn du gerade genauso on fire bist wie Lisa und ich nach dieser Podcast-Episode und alles in dir schreit, My Love, zu sagen, oh mein Gott, genau das will ich auch. Ich will dieses selbstbestimmte Leben leben. Ich will selbstständig sein. Und du aber gerade völlig überfordert bist und weißt, okay, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll, ich habe keine Idee oder vielleicht hast du eine Idee, du weißt aber nicht, wie du anfangen sollst, brauchst Unterstützung, eine Struktur, Spirit, Vibe, Unterstützung, all das in die Tat umzusetzen, weil du noch Limited Beliefs hast, die dich noch gerade zurückhalten, weil du vielleicht gerade erzählst, aus irgendwelchen Gründen gilt all dieses Leben, was Lisa und ich hier schon leben, für dich nicht. Dann lade ich dich von Herzen ein. Ich habe für dieses Jahr noch One-in-One Business Mentoring Plätze frei. Den Link dazu findest du unten in den Shownotes. Also, my love, jump in, trag dich ein. Und starte mit deiner Selbstständigkeit. Schieb's nicht mehr auf für nächstes Jahr, für irgendwas, wenn dann, sondern starte jetzt. Der Link ist unten. Ich freue mich, dich kennenzulernen.